So, da würde ich mal sagen, wir starten mal ein bisschen early. Und ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Vielleicht mal ein Tick lauter. Aber ich glaube, das sollte so passen. Mal schauen, bis dann gleich ist, wenn dann Train Driver 2 dann loslegt. Ja, ich dachte, wir machen heute mal eine Runde TD2, mal ein bisschen Express fahren. Ist nämlich gut was los mit den Stationen. Momentan sind es 31 Stationen und 34 Fahrer. Jo. Gucken wir mal. Driver Mode. Ich habe mir hier mal EP09. Das ist, glaube ich, der Janta-Zug hier genau rausgesucht. 326 Meter lang. Kopiere ich mir mal. Jetzt ist nur die Frage, wo ich spawn. Da kriege ich gerade eine Notification. Kann mal gucken. Ah. Keine, die mich angeht. Okay. Ah, wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Ich würde sagen, wir gehen mal bei Legute rein. So. Und wir are ready. Gott, schon einer mal reinfahren. So, moinsen, Vitam. Ich bin 960, 326 Meter, 66 Tonnen. Express for 2 to 3 hours, please. So, das wäre mal das. Und Discord muss ich unbedingt mal auf Geh mir nicht auf den Nervenmodus setzen. Zu kontrollieren. Es passt soweit. Unsere Lok. Bitte kurz Bescheid. Wird jetzt schon ein Timetable. What the fuck? Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Oh, ich glaube, der hat gerade ein bisschen Stress. So, einmal die Lichter hier an. Was ist hier auch noch Sonderwünsche? Also 2 bis 3 Stunden bin ich fahren. Das war ein automatischer Fahrplan, den er sich nicht mal wirklich angeguckt hat. Ja. Gut, also bei ihm komme ich wohl nicht weit mit dem Fahrplan. Es ist überhaupt nicht so, wie ich ihn vorne Seite gerne hätte. Ja, cool. Guter Start. Ah, immer wieder geil. Also liegt gut, da schauen wir nicht vorbei. Batochi und Oniki. Mal kurz gucken, Oniki hat FH-Pläne. Da ist ein bisschen was los.
B-Pass? Was ist denn B-Pass? Vita 77, Strupzeniek. Mal schauen. Ja, 13 Farbläden momentan. KB1 wäre gut, aber halt nur Güte momentan. Disco, Skipper. Oh, da gehen wir rein. Der hat noch nicht sehr viel. Oh, hallo Kamera. Vuitton. The Express for about 2 to 3 hours, please. Und hier braucht man ein Schießsignal. So, was macht der Sound? Soweit gut. Verhältnis, Spiel, Musik, ich selber. Bitte einmal Feedback. Oh, manches Signal. Gut. Einmal zur Plattform, sagt er. Machen wir doch. Joshi, kannst du mal Feedback zum Ton bitte geben? Oh, der Horst ist auch mit dabei. Joshi sagt, passt. Horst auch. Ja, dann. Horst approved. Sehr gut. So, und damit herzlich willkommen hier in Lisco. So, zischen wir mal hier rein. Nachdem wir warten müssen, können wir den vorderen Stromabnehmer schon mal hochnehmen. Tun wir mal die Oberleitung schon hier. Man hat noch keinen Effekt, aber wenn es mal kommen würde, wäre schon irgendwie geil. Aber der Loviv da in Ligoda, das war echt ein bisschen unhöflich. Ich meine, er hat per se nichts Falsches gemacht, aber trotzdem. Geht auch anders. Stückchen noch. Wir haben echt mal gespannt, was er da zusammenklatscht. So ein bisschen Highspeed fahren auf 160 hätte ich dann schon gern. So, das reicht. Erstmal Zwangspause. Blacker ist sehr, sehr schlimm. Tun wir mal ganz kurz den Zugschluss kontrollieren. Eigenes Teamarbeit TD2.
Eigentlich auch in echt. Aber Hauptsache, wir haben es kontrolliert. Und der sieht gut aus. Wunderbar. Rein theoretisch abfahrbereit. Wunderbar. So, auf 80% eingestellt. Das brauchen wir nicht. Machen wir mal kurz alle Lichter an. Gut. Kontrollieren. Ja, alles tut die. So muss ich das. Ja, wenn ihr wollt, dann kommt selber in TD2 rein auf PL1. Vielleicht sehen wir uns ja. Stationen sind genügend offen. Also Fahrspaß ist garantiert. Almost 3 Stunden. Oh, Moment, mal ganz kurz gucken. Okay. 60, 80, 70, 60, 120. Sorry, dann halt. 160 da, dann wieder runter. 100 oder 20, 160. Mit dem PT. Ist aber gar nicht mal so doof. Ja, komm, fahren wir den mal. Auch wenn wir da nicht rasen dürfen. Oder fast nicht. Abfahrt. Oh, was zum. Seit wann kann man das verschieben? Okay. Das ist ja cool. Ja, okay. Also, Happiness, Ketzmani, Susek. Hab jetzt. With all good travel without complication. I hope so too. Moin, Dominik. Und da haben wir Ausfahrt. Gut. Aber Abfahrt erst um 2 nach. Halten wir uns mal kurz dran. Ist gemobbelt. So, Abfahrt, los geht's. Sie dürfen jetzt gerne Wetten abschließen, ob wir pünktlich ankommen. Oh, das wird laut. Also sorry, dass die EP09 so laut ist. Die wird gleich wieder leiser. Vielen lieben Dank für den Sub. Nein. Spinn die Hosen wieder an. Zuerst auf YouTube, jetzt auf Twitch. Schlimm, die Leute. Oh, aber endlich leiser. So, 40 Minuten der Ausfahrt hier. Also ich sag mal voraus. Ja, andererseits, wir haben einen ganz guten PT damit drin. Plus, minus 10 Minuten. Dann bis Zwitschner. Aber nicht mehr. Idealerweise pünktlich. Einmal BU.
Oh, scheiße. Sorry. Das war zu viel. Was meint ihr, die EP09 jetzt, wenn es auf Vollgas ist, um ein Tick leiser oder hörbar? Also ich über die EP09. So, schauen wir mal kurz nach draußen. Nächste Station ist Hetmanis. Durchfahrt 19.07 Uhr. Hetmanis von 70. Ah, von 100 auf 70 runter. Und dann 60. Ah, das wird ein Spaß. Wo sind die Highspeed-Strecken, wenn man sie einmal braucht? Wer da drin ist. Ciasio mit Durchfahrt. Nice. Sagen wir mal Hallo. So, wo steht? Da haben wir da oben. Durchfahrt, das haben wir noch gerne. Und ich werde mal ganz kurz den Cheat-Modus anmachen. Den könnte man eventuell sogar hören im Stream. Aber genau genommen ist es nicht Cheaten, das ist nur Automatisieren. Macht das Fahren ein bisschen entspannter. Oh, verstanden, einmal Durchfahrt. Sehr nice. Hier nochmal ein bisschen Schmackes. Wann ohne hat. In TD2 so schnell gar nicht. Bei dem, was die Fahrer teilweise machen. Ich hab da gern so ein vorausschauendes Auge. Also Simrail, ja, da schon eher, aber DD2 mit den Mix-Szenarien, nee, nee. Also Hut ab, was macht. Aber gerade teilweise, wenn du dann in offene Szenarien reinfährst oder die Geschwindigkeiten dann nicht siehst, ist dann schon knackig. Vielen lieben Dank für den Sub, Sabine. Schön, bist du mit dabei. Schön aussehen. Du weißt doch selber, wie es ist in TD2. Das ist von dem Sie. Ja. Ah, ich bin auch schon
mit Hut oft in die Begrenzung reingefahren. Nö, nö, das bleibt erstmal an. Aber das wäre mal eine Challenge für Simrail. Einmal die ganze Strecke abfahren, ohne dass Satan ist. Mit Ausnahme vom Chat. Und dann mal schauen, wie die Punkte sind. So, ich muss da langsamer werden. Hey, mal runter. Fast ein bisschen zu viel. Ah, es passt schon. 12 nach Durchfahrt und dann 70 Ausfahrt. Wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich sagen, ich bin auf Twitch der Einzige, der momentan TD2 streamt. Das machen wir diesmal ganz kurz aus. Wenn wir es selber drücken. The Frost Level 3. Immer hallo. 60. Alles klar, verstanden, fordern Sie leider. Und da blinkt es auch schon da unten. Moin, Desolatiolupus. Hoff, dir geht's gut. So, dann einmal runter mit dem Speed. So, das sollte reichen. Oh, scheiße. Keiner sagt was. Die ganze Zeit mit zwei Stromabnehmern. So, Durchfahrt 12 nach planmäßig. We are on time. Ich hoffe, das bleibt auch bis zum Schluss, dass unser Express pünktlich bleibt. Oh, wir fahren da runter. Okay. Die Strecke da links ist noch ziemlich gemein. Ich weiß nicht, wie viele Züge da bei mir schon entgleist sind, als ich da FDL war. Runterrollen lassen. Erst um 19.47 Uhr wird es wieder schnell. Ach Mann. Kriechen angesagt hier.
So, mal ein bisschen runter. Wie sieht's denn aus? Wer ist denn den Monat beim Vortrag mit dabei? Ende des Monats. Einmal plus für Vortrag. Streckenplanung ist ja morgen, also mindestens die finale Planung. Und dann kommt das Announcement und Ende des Monats, dann geht's dann wirklich los. Thema Nebenbahnromantik. Im Prinzip das, was wir jetzt hier gerade machen. Eingleisige Strecken. Mit Güter- und Personenverkehr. Was? Der Flug ist nicht mit dabei. Was ist los? Warum nicht? Haben Sie was gegen die Nebenbahn? Ach ja, für Zukunfts-YouTube. Ich habe den Chat mal ausgeblendet. Weil ich dachte, der stört ein bisschen im Bild. Aber wir machen das gerade live, sofern es nicht offensichtlich ist. Was, 30 sogar? Was ist denn hier los? Das finde ich jetzt aber nicht so cool. Inklusive Kombi von keiner Einfahrt. Oh, bitte komm rein. Da ist er ja. So, Kollege, Einfahrt, was los? I am on time. Ich brauche mal mein Handy. Was schreibst du? Ah, jetzt so. Was hat der da geschrieben? The end will be announced. The crossing will only be closed. Okay. Hä? Okay. Wieso so spät? Ihr wisst doch, dass ein Zug kommt. Das leidige Thema in TD2. Jetzt. And the answer to is given. Alles klar. Verstanden. Und zu tun, dass ich es auch wirklich verstanden habe. Da läuft er sogar rum, der Kollege. Lass dich aber nicht überfahren. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Naja, 23 durch die Hauptstation durch. Dann bin ich happy. DD bekommst du keine Einfahrt, weil es immer durchfahrt. Traurig, aber wahr. Oh, der Skydreak. Moinsen. Na, was geht? Mensch, das ist aber langsam hier. So viel zum Express. Ich will Gas geben. Ja, aber stationsmäßig
überschaubar mit Highspeed. Oh, gehen wir noch mal eins nach oben. Ah, sieht schon geil aus. Ja. Alles tut die immerhin. Ob ich gerade, ob das mechanisch hier ist oder SCS. Er hat auch in SR öfters rot bekommen. Ja, interessanterweise, das mit keiner Einfahrt passiert in Simra mittlerweile weniger oft. Dafür ist es wirklich die Durchfahrt, obwohl du keine Durchfahrt haben solltest beim Halt. Kleinigkeit. Aber trotzdem. Einfach so ein Polding. Wenn der Zug hält, dann keine Ausfahrt. SPK. Ah, okay. Habe gehört, ich bin auf dem Stimme. Erst ausvorziehen, wenn der Zug zum Halten gekommen ist. Wenn er ein PH hat, dann ist es so, ja. Also ich war selber in Polen, hab das auch so gesehen. Personenzüge kriegen keine Ausfahrt. Erst wenn die stehen, kriegen die eine Ausfahrt. Das könntest du in Deutschland, Österreich oder Schweiz gerade in dem Zugsicherungssystem nicht machen. Aber in Polen funktioniert es anders. Also gut, ich würde es bei uns schon auch machen. Aber dann ist mein Fahrplan wieder doof. Oh, der nächste BÜ. Also pass auf, geht es doch ein bisschen bergab hier. Oh, ich weiß nicht. Gibt doch nichts gegen die Pizza Hawaii. Das ist auch so ein Unding, ne? Irgendwie alle eingeredet bekommen, Pizza Hawaii ist was Schlechtes, aber es ist eigentlich was Gutes. Dann aber was Schönes. Vor allem. Der Toast Hawaii, aber wie ich den geliebt habe in der Kindheit. Und damals in der Nähe von der Schule gab es eine Bäckerei, die hat den halt immer wieder gemacht. Und gerade zum Mittag bin ich da oft hingegangen und habe gesagt, Toast Hawaii. Ah, oh, das war so geil. Das, ich glaube, ich spare in Zukunft 2,95. Ich weiß nicht, also wenn wir schon mit schlimmer Pizza dort sind, da finde ich die Schoki-Pizza noch viel schlimmer. Also ich weiß nicht, wie man eine Pizza voller Schokolade essen kann. Das passt ja noch viel weniger als die Pizza Hawaii. Also wenigstens Käse noch mit oben drauf. Oder wer zum Beispiel gesagt, dass Meeresfrüchte drauf Käse sind. Eigentlich, also Meeresfrüchte... Ananas, so ein bisschen Italien. Also weit weg wäre es ja nicht. Aber Meeresfrüchte sind wieder okay. Also so, allgemein. Ob man das jetzt grundsätzlich mag oder nicht, das wird eine andere Frage. Beziehungsweise, gibt es eigentlich die Schoki-Pizza überhaupt nur zum Kaufen? Ich habe jetzt länger nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, der Trend ist ja auch schon wieder vorbei.
Und liebe Leute, wir sind on time. Kommt dann die Siki, Vronovice, Kleschko. Einmal ganz kurz. Aber wenn ihr jetzt so ein Ranking machen müsstet, was wären eure Top 2 Pizzen, wenn ihr die Wahl habt? Sei es jetzt tiefgekühlt oder beim echten Italiener. Was ist eure Top 2 Auswahl? Also bei mir, glaube ich, wäre es auf Platz Nummer 1 Pizza Gorgonzola. Und ja, ich bin Käsefreund. Ich glaube, Quattro Formaggi gerade dahinter. Ich weiß, zwei Käsepizzen, aber ich liebe Käse. Aber mit Gorgonzola macht man mich glücklich. Das ist aber die nächste Diskussion, ne? So Schimmelkäse. Sind also zwei Parteien. Ja, mögen es ja noch hassen's. Am 18.10.2019 berichtet zum Beispiel Dr. Oecker, dass er sein Sortiment rausgenommen hat. Okay, das ist schon ein bisschen her. Die Luca-Pizza, die. Sag mal was mit viel Käse. Die Luca-Pizza. Ich glaube, das sagt mir jetzt gerade nichts. Zwei Salami. Ja, Salami-Pizza ist auch nicht schlecht. Wobei ich muss sagen, wenn die Salami-Pizza aus dem Tiefkühler kommt, dann tue ich die gerne mit irgendwelchen anderen Sachen verfeinern. Das mache ich fast mit jeder Tiefkühlpizza. Dass ich dann irgendwas selber raufschmeiße. Italiener natürlich nicht. Wobei, stellt euch mal vor, ihr macht es für einen Italiener. Ich glaube, ja, der würde gerade direkt rausschmeißen. So, hoffen wir, dass der nächste vor den Slider runter ist. Ja, schaut gut aus. 80 und dann 70. So, 19. Sushis. Sushi-Pizza? How? Wie? Was? Sushi-Pizza? Oder bei seinem Sushi im Allgemeinen? Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sushi-Pizza. Nee. Ach so, Allgemein, ja, okay. Gut, ja, Sushi, ja, gut. Wobei, fände ich Pizza immer noch geiler als bei Sushi. Weiß ich, Sushi, das kommt darauf an, was drin ist. Aber ich mach so irgendwie. Es ist jetzt weniger der Geschmack, es ist mehr so die Konsistenz teilweise, wo ich mir nicht so anfreunden kann. Und ich sollte mal anständig bremsen hier. Wir haben sogar Verfrühung. So muss das. Wobei zu früh sollte man vielleicht auch nicht sein. Dann dürfen wir erst rechts wieder anhalten. Und da haben wir unseren FDL. 19. Thank you.
Sehr gut. Sag mal, Yoshi, kannst du mal kurz nachgucken in Stationik, wie lang der Fahrplan ist? Also kilometertechnisch. Ich würde mal so schätzen, irgendwas um die 150, 160 Kilometer. Dann geht schon weiter in die nächste Szenerie. 207! Oh. Doch mehr als gedacht. Was? Sushi-Pizza gibt es das Rezept im Internet selbst? Unser Supermarkt Rewe hat das Rezept gemacht. Was? Sushi-Pizza. Also mal ernsthaft, wie willst du eine Sushi-Pizza machen? Also ich Pizza mit Reis und. Also Lachs und so? Also verstehe ich noch irgendwo, aber. Nee. Ich kann es mir geschmacktechnisch echt nicht vorstellen, wie das funktionieren kann. Ansonsten, ja, Reis weglassen, Lachs rauf und Seegras mit. Bisschen Käse, das, ja, okay, das lasse ich mir einreden, aber mit Reis. Oha, ein Deutscher. A bold one. Servus. Ob der weiß, dass er gerade live auf YouTube und Twitch zu sehen ist? Ja, ich kann gerade nicht auf Discord reingucken. Habe ich gerade stumm, aber schaue ich nach dem Stream mal rein. Nächste Bonne im Wagen. Ach, weiß er. Ja, dann sag mal Hallo zu allen. Sehr nice. Acht oder mit da können wir ja noch ganz gut rollen, bevor wir langsamer werden. Oh, 38 Durchfahrt. Muss ich für im FDL zahlen für Radio Stop? Zu viel? Wir machen hier keinen Radio Stop. Wird immerhin gewertet. Das wollen wir nicht. Den Radio Stop kann ich auch schon so kassieren, ohne dass der FDL was macht. Weil die Strecke ist so lang, da wird schon noch irgendwas passieren, wo ich anhalten muss. Das wäre echt selten, wenn ich da wirklich planmäßig alles so durchfahren kann. Ich meine, kommt vor, aber ist selten. Wow, jetzt wird er noch zusammengelegt. Nee, das machen wir nicht. Obwohl, lass dich nicht bestechen. Rausgeben hier. Wo ist denn der FDL? Ach, da ist er. Einmal den Gruß. Gute Fahrt. Ah, beziehungsweise. Gute Schicht noch. War doch ich, ja.
Ey, Flu, willst du doch nicht beeinflussen? Sag mal. Ich glaube, viel schlimmer als Radio Stop ist es eher Signal zurücknehmen, kurz bevor man davor ist. Das sind auch die Leute auf Streamer jetzt so richtig schnell. Wenn die das mitkriegen, gleich sofort, ja, hast du das Signal zurückgenommen, ohne was zu sagen. Was man ja grundsätzlich auch nicht tun soll, ohne dass man mit einem Blockwerk quatscht hat. Aber, weiß nicht, die haben alle irgendwie so einen dritten Sens dafür. Na, wo war das letztens? Ich glaube, das ist ein Express gewesen, wo ich das gemacht habe. Da war aber noch ein paar Blöcke entfernt. Und, na, das war, genau, das war eine Station rechts von Tunneln. Mir fällt gerade der Stationsname nicht ein. Und der ist vom Psari runtergekommen, relativ weit entfernt. Und ich wollte ihn dann anders schicken. Hab Signal zurückgenommen, hab ihm dann wieder Einfahrt gegeben. Und sagt mir dann, ja, ob ich das Signal nicht zurückgenommen hätte. Weil das vermutlich, was ich im ETCS gesehen hat, dass es falsch war. Und ich bin zu schnell hier. Jetzt vielleicht mal langsamer werden. Kotzlo, ja, genau. Und jemand von euch gerade parallel so ein bisschen am Simray fahren? Das Hintergrundbeschallung. Ja, zumindest ist es nicht von mir. Wie gut gelaunt. Aber ich kenne so ein paar Community-Kandidaten, die würden Radio Stop drücken, wenn kein anderer da ist. Gut, würde ich unter Umständen auch manchmal tun. Aber nur bei Leuten, die auch gut hin. Nein, das habt ihr jetzt nicht gehört. So ein Freundschaftsding. Lügt's niemals Radio Stop zum Spaß. Schon im Ernst. Ich muss sagen, das letzte Mal, dass ich Radio Stop tatsächlich drücken musste, weil es ein Ernstfall war, das ist echt lange her. So. Sorry, da müssen wir anhalten. Oh mal, hallo. Planmäßige Ankunft um 46. Jetzt kommt der da mit HP 0, sag einmal. Ist verboten, die gibt es nicht. Schätzt mir schon immer die Haare auf in Simray, wenn die da mit HP 0 und HP 1 kommen. Boah, das wird ja dann in Simray echt ein mega Spaß auf der deutschen Strecke. Mit der aktivierten PCP. Was? 95 Crossing Wave.
Quest Co. ist eins possible. Okay. So, dann das Ausfuhrsignal im letzten Moment geben, mit einer schönen 500 Hertz kriegt. Oh, das wird spaßig. Weiß ich nicht, ob wir das ja noch mit der deutschen Strecke rechnen können. Das könnte noch dauern. Oh, so Streckenerweiterung wird schon mal ganz gut tun. In Simrail. So als Abwechslung. Also Krakau runter hoffe ich mal echt, dass es das Jahr noch kommt. Da will ich ja auch im Sommer oder im September, also Juli, September, irgendwie runterfahren. Krakau-Tunnel die Strecke nochmal ablichten. Dann für den Reality-Check für Simrail. Mal schauen, wer da schneller ist. Ich mitten runterfahren oder Simrail, wo er das Update rausbringt. So, hier haben wir ja erstmal Zwangspause. Ui, da fahren wir wieder zu schnell hier drin. Oh, fuck. Das habe ich jetzt gerade übersehen. Einmal nicht aufgepasst. Dumm, die dumm, die dumm. Okay, wie schlimm ist es? Naja. Ich gehe am besten in die Lok, dann sieht man es nicht. ja, okay. Das von Level 17er. Ihr dürft enttäuscht sein. Tutorial, die halte ich korrekt. Nicht so wie Bravura. Okay, Pause bis 47. Ja, nice. Aber Sticker. Ja, genau. Geht auf Tüdefekt, das passt schon. Und wie schauen wir hinten aus? Müsste eigentlich von der Länge her passen. Ja. Wir sind sowieso. Okay, neue Ausrede. Ich bin extra zu weit gefahren, damit die da aus dem hintersten Wagen hier nur aussteigen können. So. Weit zu lang. Genau. Das hat den Plan. Gewusst wie. Oh, wo ist der andere Zug eigentlich? Nicht in Sichtweite. Also ich höre ihn. Macht er die Wände da hinten? Nee. Ja. Sie am Anfang und am Ende geht ein Tüdefekt. So, ich nutze es mal ganz kurz, den Halt hier, und hol mir schnell was zum Trinken. Macht's keinen Blödsinn und passt auf den Zug auf. Bin gleich wieder da.
So, bin wieder da. Habe ich was verpasst? Irgendwas Spannendes. Oh, der eine Zug hat schon mal Plus-Plus gegeben. Ich glaube, der ist mal nicht mehr im Weg. I guess. So, 47, das ist alles Zori, Roskona Polnok. 13 bis 8, oh geil. So wie es aussieht, fahre ich da die lange. Aber immerhin bis 25, 160 Spallern. Ja, läuft. Und Ausfahrt ist da. Ich freue mich. Nice. Aber Yoshi, willst du nicht einen Kiebel setzen und irgendwo mal entgegenfahren? Rein als Fanzies. Fünf Sekunden noch bis zur Abfahrt. Bitte bereithalten. Wir machen Raketenstart, weil so wie es halt geht. Vor noch mal eine Beschränkung. Und Abfahrt. Was heißt da das falsche Spiel? TD2 ist einfach realistischer. Immer diese Spiele, die nur die schöne Grafik haben wollen. Ich spiele doch gleich Train Sim World. Ja, der Community-Content dauert leider noch ein bisschen. Also was ich so gehört habe, sollen die ersten Strecken erst nächstes oder übernächstes Jahr fertig werden. Noch ein bisschen mehr Arbeit. TSW6, ne? Ich hoffe nicht, dass es kommt. Also ich hoffe es wirklich nicht, also gerade auch für die Modder, dass die da nicht so Versionssprünge machen, weil sonst für jede neue TSW-Version die Mods wieder hochziehen. Aber ich glaube, sie bleiben erstmal bei dieser Core-Version und tun die aktualisieren, glaube ich. Und machen das Geld dann anderweitig. Oder dass sie halt wie bei TS Classic, so wie sie jetzt angekündigt haben, die Abo-Schiene jetzt machen. So, jetzt DSW ein Abo. Jetzt hast du 15,99 oder sowas im Monat. Kriegst die Strecken mit dazu. Pro Monat. Das ist halt, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein total arschiger Move. Gerade bei TS Classic, was sie irgendwie eh verwahrlosen und kaum was machen, da Abo reinziehen. Mit nicht mal neuen Content. Sogar bei dieser Kaufversion unter Anführungszeichen, der Standard und Deluxe, 20, also Classic 2024, jetzt fangen sie ja mit einem Jahr wieder an, mit Content zu werben, der uralt ist. Ich verstehe es nicht. Wie kann das funktionieren? Also nicht mal die Fanboys, die müssen nach Hause sagen, das ist uralter Scheiß, warum soll ich für das nochmal neu zahlen? Also, ich meine, sie probieren es halt einfach mal aus. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber ich glaube, wenn der Community-Aufschrei nicht allzu hoch ist,
Dann werden sie den Blödsinn auch bei Train Team World machen. Ich traue das denen zu. Ich meine, das Video für die Lear Commuter Strecke kommt demnächst auf YouTube. Das ist diese Extension, was sie jetzt volle Set On rausgebracht haben. Da haben sie für die New Yorker S-Bahn einen Nebenzweig hinzugebracht. Von der bestehenden Strecke 10 Stationen, das sind, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so. Plus einen neuen EMU. Einmal Vollpreis verlangen, 40 Euro. Und dann halt dort reinschreiben, ja, Signal und so weiter, haben wir ein bisschen schöner gemacht. Also, haben sie vielleicht gemacht. Aber trotzdem, die kommen ja nicht mehr auf die Idee, bestehende Strecken zu pflegen. Nee, das ist immer Vollpreis, inklusive den Bugfixes dahinter. Das muss dann immer die Community dann wieder besser machen. Das sieht man auch bei der Five Circle Line. Auch dafür kommt auch noch ein Video. Die Five Circle Line war ja totaler Wahnsinn, wie das rauskommen ist. Das ist mehr so, ja, Alpha zum Vollpreis und die Community, einerseits mit einem neuen Fahrplan, plus noch einmal in Enhancement Pack, hat die Szenerie dann ihn schön gemacht. Aber eben, Community-Arbeit, also nicht so, dass der Entwickler da irgendwie hergeht und sagt, oh ja, machen wir ein bisschen Pflege. Das ist so unglaublich, was da bei Train the World, also generell Daft Punk Games abgeht. Und da bin ich auch enttäuscht von Rebirth Games, dass die da entsprechend nicht die Pflege machen. Albula-Linie wäre ja auch wieder das nächste. Weiß ich, da könnte ich ganz nah drüber reden. Für das, was es kostet, ist der Content einfach viel zu schlecht. Lass mal meinen Daumen da. Oh, das war zwecklose. Jetzt kommt dann was von der Pollnock. Und dann endlich mal ein bisschen heizen. Mal die EP09 hier ausreizen. Jetzt nahtlos. Chancen wären schon mal nicht schlecht. Na komm, nicht aufhängen, bitte. Oh oh. Komm, dir die zweite, du schaffst es. Ich habe einen Ladekreis. Bitte crash jetzt nicht. Oh nein, disconnected. Bringen wir den Connect nochmal hin. Yes! Mit Durchfahrt. Ach, Moment mal, kommen wir bei Pollung jetzt von unten und wir machen dann die Linkskurve nach Pollen. Nach Boca. Sieht irgendwie dann noch aus.
ich meine, an die ganzen Chancy Bird Spieler. Was war so das letzte Add-on, wo ihr gesagt habt, ja, das war gut, damit seid ihr happy, so wie es rausgekommen ist und dort Preis-Leistung passt? Bei mir echt überlegen, mit welchen Addern ich happy war. Ja, wobei, eigentlich gerade vor kurzem, die Semmering-Bahn war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Semmering-Bahn habe ich auch einen echt großen Patzer gemacht in meinem Video. Da hatte ich ja den Witz gemacht mit den Häusern, die sich immer wiederholen. Da gab es einen Kommentar auf YouTube zu dem Video. Die Häuser gibt es tatsächlich so, die immer wieder gleich aussehen. Das ist tatsächlich kein Fehler. Also, und von den anderen Schönheitspunkten, ja, meh, Chains in World halt. Aber die Strecke an sich hat echt gut ausgesehen. War gar nicht mehr so doof. Die Main-Spessart-Bahn, weil man, ups, weil man da hin und her fahren kann und nicht einfach aus dem Zug geworfen wird. Naja. Stimmt, ist auch nicht schlecht. Also ich hoffe, der schickt mich richtig. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er mich geradeaus schickt. Da vorne müsste es dann... Die Weiche kommen nach links, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin mit der Orientierung. Ah. Da hinten sehe ich schon meine Brücke. Oh, bitte lass mich jetzt nicht falsch fahren. Weil ich krieg gerade Redaktionkeit gar nichts. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Einfach drauf losfahren. Im schlimmsten Falle Tarkowice neues bauen. Ach, Moment mal. Wir sind in Weglose, nicht was gerade. Ach, ich bin doof. Hätte mal auffallen sollen, dass ich die Uhrzeit hier mal angucke. Was kann der Polen sein? Also um 13. Jetzt haben wir es 20 Uhr.
1 Uhr Durchfahrt hier, on time. Ah, keine Ahnung, warum ich jetzt auf Pollen so fixiert war. Ja. Danke, Yoshi. Immer schön, wenn der Lokführer nicht weiß, wo er ist, ne? Schon geil da mit dem Sonnenuntergang. Ich glaube, was? Wie das neue WP. Mal schauen, morgen machen wir die Planung für den Fahrtag für TD2. Wenn ich da noch genug Muse habe, dann hätte ich schon irgendwie Bock auch noch ein bisschen vor den Slider zu machen. Sprechen kann ich es nicht, aber hätte irgendwie drauf. Was ist eine Kilometeranzahl? 26.052. Nice. Mal ein bisschen was runterradiert, den TD2. Übergang. Dann heißt es Rasen. Machen wir uns ready. Oh, gar nicht mal ein Saftübergang. Geil, 160, Rasen, los geht's. Maximale Power. Was ist dem Slodny, I guess? Moin. Ah, oh, die Username von manchen Leuten. Verträgt das? Yes! Maximale Power! Und mal rauf auf die 160. Die 1130 Ampere. Da blüht die Oberleitung. Was mal lang nicht aufgefallen ist, ist, dass die Oberleitung mit zwei Drähten ist, ne? Gerade so hier auf der Highspeed-Strecke. Wenn wieder der Leistungsentnahme nachkommt. Das ist mir ewig lang nicht aufgefallen. Das sieht man auch in Simmel ganz gut. Aber gerade auf der Highspeed-Strecke alles mit zwei Drähten. Ladies and Gentlemen, wir haben unsere Reisegeschwindigkeit erreicht.
Sie können jetzt zollfrei Waren einkaufen. War das das letzte Mal für 160? Oh ne, doch zu nick. Oh, wir fahren. Aber wir fahren genau falsch rum. Dobzeniek, 160, dann Gora und dann Psari. Ah, schade, fahren wir nicht in der richtigen Reihenfolge. Naja, was soll's. Schauen wir, dass wir in Tarkovice am 25. sauber ankommen. Tarkovice noch auf den Bahnübergang achten, der ist gemein. Wenn wir von der Seite reinkommen, wo die Langsamfahrstelle drin ist. Ja, mit meinem Hasler-Projekt bin ich jetzt auch schon weitergekommen. Dem, was ich ja digitalisieren will, dass er mit TD2 und so weiter funktioniert. Der neue Antriebsmotor ist jetzt da. Wir haben den alten Motor, den 32 Volt Motor, ausgebaut. Jetzt sind wir dabei, die Adapterplatte zu machen für den neuen Motor, dass er unten rankommt. Wir brauchen dann noch einen Flansch, dass wir die Antriebswelle von dem Tacho da ansteuern können. Das, denke ich mal, wird nächste Woche fertig. Und wenn das dann durch ist, muss ich noch die Arduino-Software fertig programmieren. Und dann habe ich hier einen Hasler-Tacho. In echt, der genau gleich mitfahrt wie der hier im Spiel. Ich freue mich schon so. Und wenn es dann sauber klappt, dann habe ich hier noch meinen zweiten Tacho. Den werde ich dann genau gleich umbauen. Und den werde ich dann verkaufen. Oh, da werde ich erstmal eine Community-Auslosung machen, wer den dann haben will, sobald das dann funktioniert. $80 und das Ding ist gut bezahlt. Na, ich glaube, das wird ein bisschen mehr kosten als nur $80. Wenn, dann kommt es in einem komplett fertigen Set mit Software. Dann hast du da den Tacho, den originalen, mit Standfuß, der Elektronik dran anschließen. Ja, auch mit 90. Ich glaube, da bewegen wir uns eher so im Rahmen zwischen 300 und 400. Da kriegst du dann auch noch die Papierrollen mit dazu. Dann kannst du den Fahrtschreiber hinten nutzen, den originalen. So, Durchfahrt Pollnock 9 nach. Geplante Durchfahrt 13 nach. Wir sind vor der Zeit. Ich glaube, wir kommen wirklich pünktlich an. An so einen Endhalt. Aber gut, das ist auch jetzt ein bisschen Cheaten mit Pollnock. Und mit Gora und Psari werden wir auch nochmal gut Zeit reinholen. Also es kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. So, und jetzt habe ich es gesagt, irgendwas wird schief gehen.
Ich meine, ich hab's auf Discord ja schon geschrieben. Was für Stationen wollt ihr gerne in einem Vergleich nochmal sehen in der Realität zu TD2 oder SimRail in einem Reality-Check? Was ich bis jetzt noch nicht gecovert habe. Und zu Snowbeak und Katowice, die kommen noch. Was wären da so eure Top-Stationen, wo ihr sagt, ja, da hätte ich gerne einen Vergleich? Oder vielleicht generell, gerade bei TD2, wie sieht es in der Wirklichkeit aus? So, und eigentlich wird da unten jetzt Fahri kommen. Aber wir fahren ganz woanders hin. So, und das ist die eine Kurve da unten, das ist eine Gleis von da unten, was da kommen würde. Was ich vorher meinte, da hatte ich nur einen leichten Hirnfurz. Hallo FTL. Und tschüss. Niki war nicht real. Gute Frage. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Ansonsten machen wir kurz Stationik auf von Niki. Formseite, da müsste eigentlich drinstehen, ob es fiktiv ist oder nicht. Ich habe ja so irgendwie Alexander Koyaski ja schon irgendwie auf meiner Wunschliste drin, dass ich mir das mal ansehe. Vor allem diese eingleisige Strecke da oben, weil die sieht in der Realität so aus, als wäre die nicht mehr in Verbindung oder es wäre mir nur so ein Industrieanschluss. Das würde ich halt gerne mal in echt sehen. Würde sich super eignen für so einen 1-zu-1-Vergleich. Oder, was auch interessant wäre, Otwoko. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das real ist. Aber, nee, Moment, ich glaube, Otwoko war real. Otwoko, glaube ich, ist, oder so semi-real. Ich meinte, das war eine Station irgendwo hinter Warschau. Und zwar so rechts runter. So eine S-Bahn-Station. Stimmt. Wenn ich jetzt damit recht habe, dass das irgendwo hinter Warschau war, das wäre das tatsächlich eine einfache Station zum Covern. So, Fahrplan. Takowice 25. Der Unterstrich MMATEC. Okay. Der 28. Zug bis jetzt. Ja, also ich muss sagen, für das, dass ein bisschen was los ist, kommen wir heute sehr gut durch.
Auch interessant wäre zum Beispiel die Station Hell. Die ist aber ein bisschen arg weit weg zum Hinkommen. Aber Hell ist ja auch eine Rallye-Station. Da wäre es noch interessant zu covern die Strecke von der Station bis hinten zum Hafenbereich, weil jetzt nicht mehr genutzt wird, und zu gucken, was da jetzt noch vorhanden ist. Da habe ich mir auf YouTube auch mal so ein CapView-Video anguckt, wie die dann nach Hell reingefahren sind. Richtig schöne Strecke. Mit einem Haufen Stationen, nur mit Semaphore-Signal. Allein das wird es ja schon wert machen. Aber ich müsste das halt irgendwie gruppieren, was ich halt cover. Weil wenn, dann wäre das so ein 4-5 Tage Ausflug. Und da muss ich mir Sachen angucken, die halbwegs in der Nähe liegen. Ohne dass ich da durch ganz Polen durchrausche. Schlecht. So, 3,5 Kilometer anhalten. Und es fängt an zu lenken. Nicht so geil. Dann gehen wir mal hier mal in den Leerlauf. Ah, wir kommen von unten. Ist das eine Station Richtung Krakau runter? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Tarkovice. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und wir sind viel zu gut in der Zeit. Richtung Lotz. Jetzt müsste ich mal gleich mal die Map aufgucken. Oh, diese E-Bremse. Geh mal rein hier. So, das war zu früh anhalten. Wir sind bei 300 Meter. Was sagt der Zugschluss? Ich glaube, der Zugschluss ist nicht so happy mit mir. Wenn du kurz mal zu Wiki die gerade weiterführst. Ah. Letzte Tür ist drin, passt gut. Lass mal gelten. Ich fordere jetzt nicht nach vor. Das sieht der. Ja, wobei. Na, wir fahren jetzt nicht weiter. Zug steht, Ende aus, fertig. Ja, jetzt habe ich dann erstmal Pause bis 28.
Man kann ja mittlerweile nicht mehr den Simrail-Move machen mit, kann ich früher wegfahren. Es ist ja gegen die Regel, vor PH-Zeit abzufahren. Darf man nicht. Was ich auch gut, Entschuldigung, grundsätzlich auch gut finde. Gut, keiner fährt in meine Richtung. Na, können wir ein bisschen Trainspotting machen, wenn dann was kommt. Was hat das Rot in die Richtung runter? Mal gucken. Ich stelle mich mal hier hin. Kommt da was? Nö. Ich weiß nicht, das hat schon was mit Echtzeit zu fahren. Und weil ich die Uhr gerade sehe, ne? SBB ist jetzt irgendwie hergegangen und hat den Sekundenzeiler in grün eingetauft, anstatt wie rot. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hab's auch schon auf Reddit gesehen. Sieht jetzt nicht so schön. Was machen wir denn noch Schönes hier? B.O. Wo ist B.O. hier? Wait. Fährt der auf der eingleisigen 1984er? Und fährt hier nach hinten raus? Die Geschwindigkeit wird es befürworten. Wir werden den halt einfach nur recht spät sehen. Weil der Eingleisige kommt da weiter hinten rein erst. Auf das Zweigleisige. So, ich werde mal die Zeit ganz kurz nutzen. Bin für 2 Minuten weg. Macht's keinen Blödsinn hier in TD2. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder da. Und ihr habt mitgekriegt, der eine Zug ist hier eingefahren. Was haben wir denn da für Wagen? Mal kurz gucken. Ah, der TLK-Wagen da. Sogar mit Restaurant. Was für ein Luxus für TLK. Und erste Klasse. Haha. Okay. Erste Klasse, zweite Abteil. Zweite Abteil. Zweite Abteil im Modernen. Und das gleiche nochmal. Luxus TLK. Das hatte ich bei meinen nicht gehabt. Also vor allem den Speisewagen habe ich vermisst. Das hatte ich auch nicht beim Express von Warschau runter nach Katowice. Es war auch ein moderner mit dem Wagen hier. Aber kein Speisewagen. So, 2 Minuten bis zur Abfahrt. Nix alle, will ich Oberklone. Planmäßige Ankunft um 44, 49 Abfahrt. Und dann Alexander Kojaski. Die Station
wo es so richtig abgehen kann. Wo sie den ganzen Fahrplan verhauen kann, wenn da Stau ist. Das wird witzig. Naja, noch ist rot. Komm, pünktliche Abfahrt. Wäre grün, bitte, danke. Und zu spät. Jetzt warte ich mal eine Minute und dann werde ich ihn nerven. Da schreibt er. Handy, einmal übersetzen. Lenz. Dankeschön. Okay, also sinngemäß sagt er, es wird in einem Moment frei sein. Dann schauen wir doch mal, wie lang dieser Moment sein wird. Jetzt war ich so gut in der Zeit. Ah, kommt der nächste hier rein. Erste Klasse Speisewagen, zweite Klasse. Okay. Dann nochmal erste Klasse. Kann man machen? Zwei Minuten zu spät, was soll das? Sag mal, Chat, ich stutze euch mal kurz das Radar. Oder auch nicht. David, die Ausfahrt. Ich wollte gerade schon fragen, was ich, wenn ich hoch oder abgeht. Mit Maximum Spackes da rein. Oh, fahr ich eigentlich überhaupt mit Rapid? Fällt mir erst jetzt auf. Wo ist der Schalter? Passenger. Nee, ich war nicht auf Rapid. Da komme ich natürlich auch sehr spät drauf, das zu prüfen. Los geht's. Ach, jetzt kommt die 60er da hinten. Stimmt ja. Bahnübergang, von dem ich da erzählt habe.
Komm, komm, zieh hoch. Übergang, was letztens Novo rausgedonnert hat. Versuch das noch ein bisschen auszureizen mit der Geschwindigkeit. Und dann langsam runter. Werfen wir die Tafel dafür. Es müsste reichen. Ich würde es immer noch geil finden, wenn du irgendwie in TD2 die Option hättest, als FDL die langsam vorstellen, ein- oder auszuschalten. Das würde so manche Szenerie viel interessanter machen. Weil gerade bei den mechanischen Stellwerken hast du diese ganzen langsam Vorstellungen ja richtig oft. Also vor allem zum Schutz für den FDL. Damit der nur Zeit zum Reagieren hat. Aber es gibt schon so ein paar Stellwerke, die spannender wären ohne diese Lars. Weil ich meine. Klar, bei den Anfängerstellwerken hast du die Züge richtig langsam reinfahren, dann kann der Lerke entsprechend nur reagieren, der Zug kriegt nicht so viel mit. Aber du sagst, ja, aber das Stellwerk ist spannend, lass das mal mit Fullspeed machen, dann stelle ich das irgendwie aus. Und da können die Züge entsprechend reinfahren. Und gemäß SWDR weißt du ja früh genug, dass ein Zug reinkommt. Dann hast du ja die Zeit zum Vorbereiten für die Einfahrt. So, meine Meinung. Ich meine, klar, so wie TD2 aufgebaut ist, wird das so schnell nicht passieren, aber wäre trotzdem nice. Oder, oh hey, Moment, das wäre eigentlich auch was für Sim, ey. Aber da eher so mit random langsam vorstellen. Also das ist so ähnlich wie bei Stellwerksim irgendwie random ändern, dass man sagt, okay, da bei jetzt langsam vorstelle oder Strecke gesperrt, das wäre jetzt doch zu viel, aber dass das sich das irgendwie verschiebt. Dass man sich quasi nicht daran gewöhnt, okay, nach Kilometer sowieso kommt die langsam vorstelle, zum Beispiel die 120er von Gora. Dass der einfach mal für die Woche da ist und dann ist er wieder weg und dann kommt sie wieder und dann ist er vielleicht geringer. Solche Scherze. Das wird auch die Strecke interessanter machen. Nur so eine Idee. Was meint ihr?
Ja, zum Beispiel. 1 Uhr nachts, Sommerneustart, wird sich das einmal geändert. Aber ich glaube, das würde ich schon irgendwie reizend finden, wenn man das auch mit Gleissperrungen macht. Das Gleis ist gesperrt und dann muss den Tag lang damit irgendwie rumkämpfen. Es wäre so indirekt wie so ein Event, aber das macht es auch realistischer, was du siehst, da hast du jetzt Bauarbeiten. Und dann schau, dass du es irgendwie sauber hinkriegst. Ja, doch, weil dann, wenn es bei jedem Stellwerk dann passieren kann, dann würde ich auch öfter dann in Simul reingehen, FTL machen oder halt Lokführer. Weil du dann halt nicht weißt, was dich halt irgendwie erwarten kann. Zum Beispiel das Dorweg, bei diesen, ich bin mir gar nicht sicher, ist der mittlere Perron, Perron 2 oder 1, ich glaube 2. Wenn da zum Beispiel ein Gleis gesperrt ist, dann musst du ein bisschen jonglieren. Gerade wenn Verspätungen reinkommen. Aber ich will es wirklich spannend machen. Oder, keine Ahnung, Weichenstörung irgendwo. Für Dragon Apolly. Racho Modellborn. Moinsen. Ja, freut mich, dass du qualt. Gemütlich mal einen Express fahren. Wieder am Zinunazido Perono. Alles klar. Und runter auf die 80. So, da wären wir am rechten Ende von Willichow. Von der linken Seite kommt jetzt dann die eingleisige Verbindung, die ehemals zweigleisig war. Das wäre hier. Und das wäre Borowiki. Mit ein paar Minuten Verspätung. Aber spätestens Dropzenek. Naja. Ja, Dropzenek könnte man das wieder reinfahren. Der PT kommt uns zugute mit der Verspätung. Einlocken. Vierundvierzig halt.
Da sind wir ganz rein in der Station. Nummer 21. Hier ist gern was los noch in TD2. Und auch beim Fahrtag, wenn wir das inkludieren. Ich glaube, so ein Fahrtag, wo wir diesen Ablaufberg irgendwie inkludieren, wäre nochmal interessant. Wir hatten es, glaube ich, im allerersten oder zweiten. Ich glaube, der erste war es, wo das gemacht worden ist. Aber ansonsten nicht wieder genutzt. Ja, sogar hier, wenn man ein bisschen Zeit aufholen, nachdem wir hier einen längeren PH hätten. Und da wären wir schon in der Hauptstation. Mal kurz ein bisschen runterbremsen für die 100. Zur linken Seite gleich der Ablaufberg. Kann man hier noch echt leicht übersehen. Sprechende Signal da oben. Und das war er da links. Und geht dann hier runter. Ja, das passt sehr gut, wie man hier wieder pünktlich wegfahren. Nee, kriegen wir das mal gut hin. Vectron in TD2. Oh nee, das ist viel zu modern. Also das modernste, was in TD2 gibt, das ist das, wo ich jetzt gerade drin bin. EP09. Und danach soll die ET22 kommen. Aber moderner wird es dann erstmal nicht. Was wir hier unbedingt bräuchten, wir haben eine starke Diesellok. Momentan haben wir nur gute E-Loks und dieselmäßig einfach nur die SM42. Die ja grundsätzlich ganz nett ist, aber die hat einfach keine Leistung. Ja, schaue ich jetzt hinten nach. Nee. Das sind ja nur so 30, 40 Meter. Wird schon passen bis zum Schild. So, einmal düsen. Das ist auch noch alles 2D.
warte mal bis 49. Ich nutze es mal ganz kurz für eine WC-Pause. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Just in time. 30 Sekunden vor Abfahrt. Dann geht's weiter nach Alexander Kujaski. Hoffentlich kommen wir da gut durch. So ein Staukandidat oft. Ja, Banger Music. Aber ich weiß nicht, ich find's ganz angenehm. Aber wir können auch gerne wechseln. Und los geht's. Also musiktechnisch bin ich da ganz schmerzbefreit. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Am liebsten würde ich ja Classic Rock abspielen. Das ist also mein Lieblingsgenre ist. Aber für das habe ich die Lizenzen nicht. Oder nicht mehr. Ach, das war noch Zeit mit dem Radio. Aber gerade bei so Zugvideos oder wo man hier ein bisschen unterwegs ist, sage ich mal, muss Musik sein, die halt angenehm zu hören ist, die einfach nicht so intensiv ist, einfach nur so vor sich hin schwingt, muss man sozusagen. Was einfach nur ein bisschen einen einfachen Beat im Hintergrund. Langsam wird es dunkel hier in Kiel-2. Aber noch nicht komplett Nacht. Ansonsten, Puffer Grutscher, was gibt's denn Neues bei dir? Was haben Sie zu berichten? Schade eben, ich hole jetzt zu Weihnachten die BKB Cargo weg im blauen Design für meine Anlage. Ich glaube, Vectron TD2 sehen wir dann vermutlich irgendwann in 2029. Bevor sehen wir das in Simray. Aber es passt auch nicht zum Konzept von TD2. Also TD2 ist auch eher so in den späten 80ern, 90ern beheimatet, so vom Zeitfeeling her. Plus, minus. Simrail ist ja wesentlich moderner. Jetzt gerade war ich mir mein eines kleines Win 11, um es vom USB dabei zu haben. Warum brauchst du ein Windows 11 auf dem USB-Stick? Machen Sie da illegale Sachen?
AK. Bitte sag mir, dass ich Einfahrt habe. Den habe ich natürlich nicht. Oh. Beziehungsweise... Keine Ausfahrt. Jetzt zieht... Ich hatte die Hoffnung. Er macht sogar die Ansage. Warum nicht bis zum letzten Ausfahrsignal? Ah, oh, da hätte ich nicht so runterbremsen müssen. Es ist einfach so gemein, dass wenn du bei dem Signal da vorne nicht die Ausfahrt gibst bis zum Signal dahinter, dann hast du hier eine 40er. Und Standbild. Ansonsten bin ich viel als Fahrlässler auf einer digitalen politischen Museumseisenbahn unterwegs. Von den alten Hebeln und den Klingenmaschinen. Mehr Infos, please. Das klingt interessant. Und High LP mit hin. Okay, AK wäre bewältigt. Jetzt kommt Obzenek. Wo wir dann danach noch ein PT haben. Und dann Gas geben in Gorobsari. Bis Pichichna. Nee, das was ich mache ist nicht. Egal, wenn das 10 Essenz habe ich ja. Außerdem glaube ich, solange ich das will, nicht. Wie anders aktiviere, passt das auch. Nee, okay. Aber was machst du da auf der digitalen politischen Museumseisenbahn? Was machst du da genau? Ist das Spiel? Was machst du da? Der britische FTL wird mich ja auch noch reizen. Weil das noch wesentlich komplizierter ist. Was mit den ganzen Klingeln. Also wie bei uns. Aber ich finde es faszinierend. Ja, ich sitze nirgendwo. Außer im Expresszug, der durchfährt. Oder versucht durchzufahren. Aber eventuell morgen FTL, aber ich weiß es noch nicht. Kommt so ein bisschen drauf an, wie ich drauf bin. Der Peter 77 und dann haben wir noch einen Tram-Fan. Ja, dann geben wir mal Gas. Immerhin, wir haben einen Fahrplan.
Ach, der hat gerade einen Fahrplan gekriegt. Ein Traumfan. Über Roblox. Oh, wenn man da mal zugucken darf, das würde ich echt gerne machen. Weil das klingt sehr interessant. Oh nein. Oh ja, das klingt so ganz nach meinen Dingen. Oh, ich will unbedingt mal zugucken. So, ich glaube, ich sollte mich mal auf den Halt vorbereiten. So, da kommt auf der rechten Seite schon die Abstellung. Und da vorne haben wir auch schon den Bahnhof. Ist ja auch meine Station, die mich mal reizen würde zu machen. Aber die ist mit Anmeldung. Die ist closed. Ja, so oder so, das klingt schon spannend. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da quasi so virtuelle Sessions gibt von Modelleisenbahnern, die dann so eine virtuelle Anlage da betreiben. Klingt aber nach einem sehr spannenden Konzept. Ja, bremsen wir mal runter. Oh oh. Ah, da war ich ein bisschen zu nervös. Es ist aber etwas, was ich gar nicht leiden kann, wenn das Ausfahrsignal so direkt am Ende vom Bahnsteig steht. Ja, das werde ich mal als Fail vom Anhalten her. Abfahrt 2 nach. Dann haben wir noch diesen BT da. Wir sind auch die Einzigen, die das so in dem Ausmaß machen. Also jetzt so grundsätzlich oder jetzt in Roblox? So, Ausfahrt hätten wir schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hat jemand in unserer Richtung? Nö, wir sind die Einzigen. Grundsätzlich in Großbritannien, okay. Jetzt kommen sie alle rein in die Station. So, schnell weg hier.
Ja, auf jeden Fall schick mir mein Link, weil das würde ich mir echt gerne mal angucken. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, wie es dann umgesetzt ist, aber es klingt auf jeden Fall echt gut. Also jetzt rein so streckenmäßig, wie groß ist die Anlage? Kann man das irgendwie benennen? Ja gut, mit 17 Meilen kann man schon ein bisschen arbeiten. So, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt keinen planmäßigen Halt mehr, bis auf den PT. Aber da sieht so aus, also ob wir den vielleicht doch machen. Wollte ich gerade schon sagen, wir fahren durch bis Bezüchna. Aber da sagt das Radar was anderes. Okay. Ah, da sagt heizen. Dann tut man das auch. Und dann hätten wir es geschafft. Und dann würde ich sagen, sobald wir angekommen sind, machen wir eine ganz kleine Pause. Und dann könnt ihr mal bei Simray vorbeigucken, was da so abgeht. Auf dem D1. Entweder eine ganz kleine Runde fahren, irgendwie Katowice, Zawirci, sowas. Oder Fahrdienstleiter. Wenn was Anständiges da ist. So als Abschluss. Heute darf es ja gerne mal ein bisschen später werden. Nachdem morgen Feiertag ist. Zumindest bei uns in der Schweiz. Und das finde ich jetzt nicht so geil. Noch einmal anhalten. Na gut, aber immerhin on time. Muss ja der nächste hier entgegen. Gut, was los in der Station? Moin Kollege und ciao. Yay, Standbild. Mal wieder. Ja gut, Zwangspause. Andererseits, wir sind Blockade.
Ich glaube, den können wir hier mal zumachen. Die Liste ist eh viel zu lang. Ja, David, herzlich willkommen mitten im Nirgendwo. Sieht man da oben von irgendwas? Nö, nur Feld. Aber das sieht geil aus. Ich hab da mal ganz kurz einen Screenshot. Ja, das hat was. Oder so? Ja, das gefällt mir auch. So, FTL, was ist da vorne los? Sechs Minuten haben sie noch. Ist die Stelle, wo die Strecke auf der linken Seite sich zweigt? Mann, wir haben Zeit, ich kann noch ein bisschen nach unten laufen. Ja, okay, da geht der Link nach links. Auf was warte ich denn hier? Gegenzug? Ja, ich würde sagen, wir schauen mal beim FDL vorbei. Häuschen aus. Sieht er mich gerade noch so da hinten. Also wäre ich der Szenerieabbauer, ich würde irgendwie gucken, dass ich ein Häuschen hinbaue, wo das Gitter hier nicht auf einer Seite ist. Das finde ich so nervig als FDL, wenn man da so rausguckt und man hat das Gitter vor der Nase. Ja gut, da war der Plan normalerweise. Und wir dürfen fahren. Okay, Gas geben. Ja, das war mir zu viel. So, umschalten auf die 2. Das wäre eigentlich auch noch geil in TD2, wenn wir hier diese Spannungsschwankungen hätten. So ähnlich wie in dem Szenario von Simray, wo du mit der ET22 diesen schweren Güterzug fährst, mit den 3000 Tonnen, wo das immer wieder nach oben und unten geht und du mit den Fahrstufen entsprechend aufpassen musst, dass du dann nicht übers Limit kommst. Das macht richtig Spaß zum Fahren. Kann auch nervig sein, aber ist mal was anderes.
Also ich weiß gar nicht, wie oft es mir da eine gewischt hat bei dem Singleplayer-Szenario. Aber unzählige Male. Beziehungsweise alle, die beim Livestream dabei gewesen sind damals. Ja, damals. Ist mir so lange her. Wissen sie ja. Jetzt sollten wir ohne halt durchkommen. I guess. Community, könnt ihr mal kurz nachgucken, ob Sari Besitzner soweit noch online sind oder ob da einer von beiden schon wieder Offline ist? Magora muss online sein, sonst hätte ich hier schon SZ gehabt. Sehr gut. Bis Zitschner auch, ja dann, sehr gut. Hoffe, dass er bleibt bis 49. Auch wenn wir, glaube ich, dezent davor ankommen werden. Wenn alles klappt. Komm, TD2, du schaffst es. Desolatius Lupus, moinsen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Na, alles gut bei dir. Wer mal da? 3,5 Kilometer. Bora, schick mich durch. Bitte, danke. So, wer war da drin? X, K, oh, ich, nee, ich mach's mal nicht. Einmal bitte um. Durchschicken, danke. Kilometer, noch keine Ausfahrt. Da blinkt's. Oh, Ausfahrt. Nice! Oh, da kann ich mir jetzt mal zurücklehnen. Sehr chillig. Ja, ich würde es dann schon mal vorab als erfolgreiche Fahrt verbuchen.
Zumindest was die Fahrzeuge betrifft. Anhalten tun wir nochmal üben. Aber ansonsten ist jetzt ganz gut. Und darum, wenn er sagt, 26.148 läuft. Und tschüss, Skoda. Danke für die Durchfahrt. Einmal plus plus, weil jetzt kann Goda eigentlich nichts mehr falsch machen. Eigentlich. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein Gegenzug auf dem Gleis, wenn nicht angekündigt ist. Ist schon vorgekommen. Dann kracht's. Aber dann auf der ganzen SBL hier wieder rückwärts fahren. Ja, dann ist er nicht erstmal gelaufen. Einfach den Besitz, das sieht etwas bisher aus. Ja gut. Ich meine, erst 49 da. Ja, wobei. Ja, wir werden. Um 21 hätten wir bei Goa durchrauschen sollen. Jetzt ist 19, wir haben Verfrühung. Petroleum Adam 9. Vielen lieben Dank für den Sub. Schön, dich zu sehen. Er stand nicht nur Polen. Oh ja. Oh, scheiße. Ich habe voll nicht auf die Geschwindigkeit achtet. Ich war einfach auf Vollgas. Ich fahre vielleicht ein bisschen zu schnell. Nur so ein bisschen. So, das hat keiner gesehen. Ich war abgelenkt. Ja, eigentlich gar nicht. Ich bin ja schon viel zu früh. Aber geile Stimmung hier. Und da haben wir den kleinen See hier. Muss mal schauen. Kann ich die Geschwindigkeit halten in der ersten Stufe auf 8? Probieren wir es mal aus. Sieht aber gut aus. Wobei, leicht langsam werdend, können wir aber ganz gut korrigieren. Was ist das eigentlich für ein Hasler Tacho? Ist das ein RT12? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage bezüglich dem Reality-Check. Also planmäßig kommt jetzt so Snowbeck und Katowice als Combo, weil bei beiden habe ich nicht sehr viele Aufnahmen gemacht, das heißt, ich mache die beiden zusammen. Und ich habe die Umfrage schon gemacht, was ich beim nächsten Polentrip auf jeden Fall fotografieren soll, diese filmtechnisch reinbringen soll. Alles offen, von der Simrace-Strecke
bis auch zu der neuen Strecke von Katowice bis Tunnel oder allgemein. Schreibt er da oben? Moment mal, ich muss mal ganz kurz meinen Übersetzer angucken. Also einer zu fast, ja, okay. Und allgemein wäre noch die Idee gewesen, Stellwerke aus TD2 zu vergleichen mit der Realität. Aber da bräuchte ich halt Input von euch. Also wenn du zum Beispiel sagst, der Bahnhof oder die Bahnhöfe wären noch interessant, dann sag's mal. Ich sammle das gerade so ein bisschen für die nächste Reise. Aber Ausgangspunkt wird vermutlich wieder Warschau werden, was am kostengünstigsten ist zum Hinfahren. Aber dank Schnellfahrstrecke kommt man da recht schnell von A nach B. Moin Kollege. Das ist Susek. Und Zübeck. So, Notizbuch. Und mit aufschreiben. Susek. Zübeck. Und den anderen. Oh, da braucht es aber ein bisschen mehr Power hier. Wir kommen im Sari. Aber das Witzige ist ja, zumindest auf der 7er Strecke, als ich das gemacht habe, man fühlt sich halt irgendwie sofort heimisch. Man weiß, wo was ist, zumindest streckentechnisch. Und man fühlt sich nicht lost. Auch, also, ich meine, klar, ich war zum allerersten Mal in echt da. Aber ich habe mich jetzt halt irgendwie heimisch gefühlt. Ich habe gewusst, okay, in die Richtung geht es auf der Katowice runter, da fahren die Züge plus minus. Und in der anderen Richtung geht es da lang. Ich habe da nie irgendwie das Gefühl gehabt, das ist irgendwie Neuland für mich. Von daher Daumen nach oben an Simray, dass sie die Strecke so authentisch hinbekommen haben. Gerade bei Zawirci war das so ein Punkt, wo du denkst, oh ja, ich kenne das, da sieht es da hinten so aus und ah, da ist hinten ist die Abstellung. Ja. Ja, heimisch, ja, aber ich wünsche mir der Bauerwünsche, so wie sie es umgebaut haben. Ja, das wäre nice, wenn wir da das zusätzliche Gleis auch in Simran hätten. Aber sie haben mir gesagt, sie wollen ja in den Zeitraum bleiben, wo sie drin sind. Und wenn sie jetzt dann Obzenek, Boba Gornica umbauen würden, dann wäre die eine Station modern, aber der Rest passt dann nicht mehr. Also wenn, dann müssen sie ja dann alles umbauen. Und wenn sie dann die ganze Strecke modernisieren, dann wird es immer ein bisschen langweilig, weil dann sehr vieles jetzt wegfällt, auch gleistechnisch. Da könnte man natürlich auch wieder gegen argumentieren, ja, was soll's, weil jetzt sind auch die ganzen Gleise gesperrt. Nimmt aber trotzdem irgendwo das Flair weg. Oder man sagt, man macht von der Strecke wie zwei Varianten. Die Stand 2021 oder man macht irgendwie Stand 2023 oder 2024 in dem Fall. Dass man eine alte Variante hat und eine modernisierte Variante. Wobei eben die modernisierte wesentlich langweiliger ist. Und Bettchen, ja, das ist ein ganz krasser Fall, wie es da momentan aussieht. Aber Bettchen könnte auch wieder Abschaltgleise bekommen. Wie gesagt, die machen da momentan Tabula Rasa, alles weg und dann wieder neu. Aber ich glaube, da kommen auch entsprechend wieder Abschaltgleise hin. Sicher nicht in dem Format, wie es vorher gewesen ist, oder so wie wir es in Simulator kennen, aber in irgendeiner Form, glaube ich, kommt da wieder was.
Ring Nummer 1, da kannst du es nicht jeden recht machen. Ja, wohl wahr. So, wir brauchen mehr Schmackes. Oh, planmäßige Durchfahrt 44. Jo, ich glaube, da fahren wir vorher durch. Aber so reiner Funfact, ne? So Snowbeck ist zum Beispiel nicht modernisiert oder noch nicht modernisiert. Und das ist so eine Station, die hat ziemlich falsch hinbekommen. Aber das seht ihr dann noch im Reality-Check. Da gibt es keine Ausrede mit, ja, ist jetzt neuer. Teilweise sieht so Snowbeck sogar schlimmer aus. So, wo ungefähr sind wir? Ich habe so überhaupt null Orientierungspunkt hier. Es sieht dort alles gleich aus. Auf der Schnellfahrstrecke. Kommst bei Simul aus dem Tutorial nicht raus? Also bei welchem Tutorial und an was scheiterst du? Trafenstation, dann dürfte es bis Psalm nicht mehr weit sein und da blinkt es auch schon. Ach ja. Wir haben den 7596, der noch KN fährt. Ansonsten keine Konkurrenz. Der 7596, der kommt vom O. GBL, der ist hinter mir. Oh nee. Werde ich jetzt überholt? Ja, das sind schon mal die Rangiersignale. Upsari, was ist dein Plan? Hinter mir Express, ich bin Express. Ja, planlos geht der Plan los.
Also ich glaube, man errechnet damit, dass ich gleich mal wieder weiterfahre. Weil ansonsten hätte er mich jetzt zur Seite genommen. Und da haben wir auch den Zug aus der Gegenrichtung. Moin. Ja, nicht mehr sehr lange. Also 49 wäre ich dann in Pesicna planmäßig. Und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Unfug in Simbray. So der Plan. Oh ja. Ach nö. Einmal links fahren. Ja, grundsätzlich, das Update ist nicht schlecht. Ich meine, die Station, die meisten sind jetzt nicht sehr spannend, wenn man da ein bisschen länger drin ist. Aber ansonsten, schön, dass wir sie bekommen haben. Die ET22 an sich, ein schönes Spielzeug. Muss jeder selber wissen, ob ihm das Geld wert ist. Aber ja, schöne Erweiterung. Aber mehr freue ich dann, wenn dann streckentechnisch irgendwie was kommt. Aber summa summarum ist ein gutes Update. So, SPL dicht machen auf der linken Seite. Und der Express hinter mir hat auch aufbremsen dürfen. Und da meldet er sich auch schon. Boah, ist der ungeduldig. Ja, mechanische Stellwecker und Rangieren, das würde ich auch ziemlich feiern, wenn das mal kommen würde. Und technisch, glaube ich, ist auch nicht das Problem, aber sie müssen das halt irgendwie so implementieren, dass halt doofe Leute oder Leute, die ja nicht wissen, wie es funktioniert, halt keinen Blödsinn machen können. Was in sich auch schon wieder irgendwie blöd ist. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre irgendwie für so ein Level-System. Dass du so ähnlich wie in TD2 das nur mit einem gewissen Level machen kannst, aber wesentlich schärfer eingestellt. Und wenn du halt da Blödsinn machst oder das nicht auf den Regeln machst, dann fliegst du halt raus. Es gibt halt eine Beschwerde. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen strenger fahren, weil ist auf total dumm einzustellen, so wie jetzt die Stellwerke sind, inklusive Gleissperrungen, die vorgegeben sind, damit du ja nichts Blödes machst oder Weichen zu sperren, wo du Blödsinn machen kannst, nimmt dort irgendwo den Spaß weg, als Profi. Ich finde es ein bisschen suboptimal, wie Simray das Ganze macht. Oder man teilt es überhaupt generell auf, dass man sagt, das ist ja DE1, 3, 4 und hau mich tot, sondern DE-Anfänger oder sowas, oder Casual, und dann irgendwie auch DE-Realistisch oder sowas. Und wenn du das dann nicht realistisch machst, dann gibt es halt eine Penalty oder sowas. Irgendwie in die Richtung. Weil dann ist es mit dem Rangieren und Co. dann kein Thema mehr. Theoretisch. Ah, oh, geschafft. Letzte Szenerie. Na komm. Bitte laden. Die 200 Kilometer würde ich gern verbuchen. Oh,
Bis Zitschner, was ist los? Oh, da wären wir da. Oh oh. Ah, da werde ich auf jeden Fall zugucken, wenn du streamst. Komm, die. Oh, bitte, crash jetzt nicht. Bitte. Okay. Es kommt aber sportlich mit die 40. Ja, ja, ich war gerade vorher schon auf links. Komm, 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 komm. Minimal zu schnell. Ah, da gab's einen Fleck. Hat nicht ganz gereicht. Ah ja, 13 km/h. Könnte schlimmer sein. Aber bremsend. Moin, liebe FDL. Wer auch immer die Station nämlich mal reizen würde zu krabbern. Spicy Einfahrt, ja, schon ein bisschen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir erreichen Zitschner. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Endbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nein, in Realität wird man niemals so schnell fahren. Wenn wir so faul und hätten die AfB. Okay, das ist jetzt fies. So, da wären wir da. Wir sind gut angekommen und zwar noch vor der Zeit. Fast 10 Minuten zu früh. Nice. Ja, dann würde ich sagen, mache ich erstmal eine ganz kleine Pause. Also ich würde mal sagen 5 Minuten lang. Und dann sehen wir uns im Zimmer gleich wieder. Also für euch kommt der Pause-Screen. Ich werde bei mir erstmal umstellen und hier nicht weglaufen. Bis gleich. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.